War der Spruch eigentlich von dir, Carsten? Man braucht drei Menschen, denen man vertraut. Einem Arzt, einem Rechtsanwalt, einem Finanzberater? Ich bin Anwalt, Sie dürfen mir vertrauen. So. Ich benötige einen Stift und irgendwie sowas wie ein... Ach, hier haben wir das Angebot. Machen wir das doch so. Du wolltest doch bloß wieder meine Pillen haben. Ah, sehr gut. Danke. Hat jemand so kleine Marker oder so zufällig dabei? So kleine Heftfluppies? So Pinzungen? So... Wunderbar. Was ist denn das? Boah. Hallöchen. Verdammte Axt. So, das markiere ich jetzt. Sag mir mal, wie viele dominante Kaufmotive hat er es denn? Sag mal schnell die grobe Zahl. 4, 5. Ja, manchmal sind es nur 2 oder nur 1, er hat halt 5. Ja? Zwischen 2 und 6. Mhm. Okay. Machen wir noch hier eins rein. Machen wir ein bisschen weiter nach links. Halt. So. Und ich habe das hier ein bisschen komisch gemacht. Mal auf der Seite. Das machen wir hier nach rechts. Jawohl. So, lassen wir die 5, ja? Gut. So sieht dein Angebot in Zukunft aus, weil du weißt, dass der Kunde vornehmlich die Dinge ansteuert, die markiert sind. Das ist, ja, Usus, weil es sich hier ganz offensichtlich um die relevanten und wichtigen Inhalte handelt, nicht wahr? Und es wird auch deutlich, wenn du ein etwas größeres Prospekt bei dir hast, hier sind die dominanten, also die abschlussrelevanten Kaufmotive markiert. Jetzt machen wir Folgendes. Mensch, Herr Bohrer, grüße Sie. Danke, dass wir es nochmal geschafft haben. Ah, ich habe das mal schnell vorbereitet. Okay. Jetzt sitze ich ja in seinem Büro, ja? Erstmal in meinem, dass wir morgen früh nach Japan fliegen können. Möchten Sie was trinken, Herr Ballreiter? Ich weiß, wenn ich jetzt sage Kaffee, sagen Sie mir, haben wir aber nicht. Wir haben gar nichts. Gar nichts? Also, Herr Bohrer, wie Sie sehen, habe ich das Angebot vorbereitet. Mhm. Sie sehen auch hier Fähnchen. Was glauben Sie, haben die zu bedeuten? Japanische Fähnchen sind es nicht. Was glauben Sie? Ich nehme an, es wird was Wichtiges markiert sein. So mache ich das, handhabe ich das immer. Wenn Sie sich mal an unser Verkaufsgespräch erinnern, ich habe Ihnen ja die Frage gestellt, welche Punkte, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sind Ihnen besonders wichtig? Kann mich entsinnen, ja. Könnte sich das dabei um diese Punkte handeln? Würde Sinn ergeben, ja. Ich würde Folgendes machen. Ich würde mal so vorschlagen, schlagen Sie mal den ersten Punkt auf. Okay, tatsächlich, Sie haben mir nämlich gesagt in unserem Verkaufsgespräch, das habe ich mir so notiert, da dass Ihnen Beweise richtig sind, dass wir das Geld an die Richtigen ausschütten. Jetzt möchte ich gerne, dass Sie sich hier kurz informieren. Nehmen Sie es ruhig in die Hand und dass Sie es schnell anschauen. Mhm. Bitte schön. Was an diesen Informationen gefällt Ihnen denn besonders gut? Was fällt Ihnen sofort auf? Ja, das ist was in der Vergangenheit. Also das ist ein Hilfsprojekt, was Sie wohl schon mal 2004 gemacht haben. Sagt jetzt nicht so oft, dass Sie das wirklich auch schnell umzusetzen sind in dem jetzigen Fall. Ich gebe aber zu, dass die Entfernung entsprechend weit ist. Was daran gefällt Ihnen denn am besten, jetzt wo Sie das so sehen, schwarz auf weiß? Es sieht aus, dass vieles von dem auch ankommt. Wie wirkt das auf Sie, jetzt wo Sie es so sehen? Jetzt wo Sie es selber sehen, wie wirkt das für Sie? Normal. Auf einer Skala 0 bis 10, 0, das ist nicht... Eine 4. Eine 4, ja. Wie sind Sie denn auf die 4 gekommen, von der 0 auf die 4? Nur weil es mich nicht vom Sessel reißt. Wie sind Sie denn auf die 4 gekommen? Zwischen 3 und 5.
Achtung, Sie haben gesagt, zwischen 0 und 10. 0 bedeutet, es ist völlig uninteressant. 10, es reißt Sie vom Sessel. Ja? Genau. 5 ist so halb vom Sessel reißen. Okay. Und wie haben Sie es denn von der 0 auf die 4 geschafft, nachdem Sie sich das angeschaut haben hier? Immerhin haben Sie schon eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiet, wie ich sehen kann. Das heißt, Ihnen war wichtig, dass wir schon eine gewisse Erfahrung auf dem Gebiet haben. Ja, das war Grundvoraussetzung, sonst hätten wir uns gar nicht, hätte ich Sie gar nicht in mein Büro gebeten. Wie kommen wir denn jetzt, weil ich vermute mal, Ihnen ist wichtig, dass Sie auch in diesem Punkt Beweise, die richtigen erreicht zu haben oder zu erreichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie auch in diesem Punkt auf eine 10 kommen möchten, weil Sie möchten, dass ich Sie vom Hocker reise, nicht wahr? Sicher, ich gebe auch zu, dass es etwas schwierig ist. Prima, auf die Entfernung, ich helfe auf die Schnelle. Da mal kurz nach. Wir haben nämlich hier genau aus diesem Grund noch ein zweites Objekt. Schauen Sie mal bitte. Wenn Sie ein bisschen was dazu erklären, macht das vielleicht. Nun, vielen meiner Kunden ist wichtig, dass sie sich mit eigenen Augen davon überzeugen und prüfen, wie wichtig ist das für sie. Danke. Wenn Sie Fragen stellen wollen, jederzeit, schauen Sie genau hin, ob Sie die Dinge wiedererkennen, die wir besprochen haben, die Ihnen aus der Vergangenheit aufgrund Ihrer Erfahrungen wichtig gewesen sind. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann bitte nur zu. Na, wie wirkt es jetzt auf Sie? Eine 5. Eine 5? Sie arbeiten sich langsam hoch. Mhm. Haben Sie zufällig noch 4 weitere Seiten? Ja? Selbstverständlich. Ich werde doch nicht 5 gute Projekte auslassen. Ja? Ich weiß doch, das ist auch das Geniale, ich arbeite nur an einem Punkt, aber ich arbeite genau da, wo ich verkaufen werde. Da ist es gut, statt eine Referenz 5 dabei zu haben. Da lohnt es sich, 5 Minuten mehr zu investieren. Soweit gut? So, und dann haben wir noch unseren besonderen Nachweis. Unser Projekt, auf das wir besonders stolz sind. Bitte. Okay, ja. Das ist ganz wichtig. Ich werde natürlich einen Teufel tun, alles zu erklären. Ich werde nur auf Fragen antworten, wenn es wirklich wichtig ist. Deshalb stelle ich jetzt folgende Frage. Na, wie wirkt das jetzt auf Sie? Was geht an Ihnen vor, wenn Sie das lesen? Ja, Sie scheinen zumindest in dem Bereich doch schon einiges getan zu haben. Gibt es zu diesem Bereich noch, zu diesem Zeitpunkt, noch wirklich wichtige Fragen oder Änderungen, die Sie gerne vornehmen möchten? Schon, ich will das halt, man kann es nicht 1:1 übertragen, weil es aus einer anderen Region kommt, die Beispiele. Und die Japaner sind ja nun in der Mentalität sehr eigen. Tja. Das heißt, den Rest bis zur 10 würden Sie mir erlassen, weil Sie selbst erkannt haben, da könnten wir noch gar keine Erfahrung sammeln. Danke. Gibt es jetzt noch wichtige Änderungen, die aus Ihrer Sicht eine Rolle spielen in diesem Punkt? Nee, auf den ersten Blick nicht. Prima. Dann war Ihnen außerdem wichtig, dass das Geld unbürokratisch und schnell überwiesen wird. Ich würde Sie bitten, den nächsten markierten Punkt. Jawohl. Und das hier überlasse ich Ihnen voll und ganz. Na, an Ihrem Schmunzeln kann ich erkennen, dass Ihnen gefällt, was Sie sehen, nicht wahr? Ja, Sie schreiben hier den Zeitraum als recht kurz, aber wodurch ist es nachgewiesen? Haben Sie vielleicht noch ein zweites Referenzobjekt? Ich kann Sie, dann ist es Ihnen also wichtig, noch ein zweites Referenzobjekt. Können Sie das bitte selber nachschlagen? Außerdem stand da 24 Stunden, ja? Aber er hat es einfach nicht gelesen, ja? Es wurde normalerweise für 24 Stunden unbürokratisch und schnell, ja? Steht natürlich da. Du kannst mir viel erzählen, sagst du? Ja, weil du hier Blanko vorlegst. Bitte? Weil du Blanko vorlegst. Wie Blanko? Verstehe ich nicht. Ja, dann machst du noch eine Seite und dann wird es immer besser. Aber wenn ich beim Kunden bin, muss das auch passen. Wenn ich bei meinen Kunden bin, Herr Bayreuther. Wir haben ein anderes Produkt. So ist es ja. Wir sprechen über Beweise. Was würdest du denn machen in deinem Verkaufsgespräch, wenn der Kunde Beweise verlangt? Würdest du 3, 4, 5 gute Referenzen zusammenheften? Sicher. Oder ein paar. Genau. Du würdest dich auch nicht nur auf eine Tabelle verlassen und auf eine Leistungsbilanz aus dem letzten Jahr, sondern würdest die Leistungsbilanz der letzten 3 Jahre mitnehmen. Das ist völlig verständlich. Das weiß sogar ich. Du auch.
Ich lasse den Kunden rechnen in meinem Fall. Also, du lässt ihn sogar rechnen? Ja. Und ich kann dir jetzt nichts vorrechnen lassen, aber in dem Fall reichen ja die Beweise. Du lässt ihn sogar rechnen. Nun, gibt es zu diesem Punkt noch irgendwelche wichtige Fragen? Nein. Prima. Wie fühlt sich mein Angebot bis hierhin an? Ganz ehrlich. Schon ganz gut. Der letztendliche Beweis steht noch aus. Mhm, gut. Weil es halt was Neues ist, aber wir fliegen ja morgen nach Japan. Ich führe Sie mal hier hin. Deshalb hat das auch hier den hellsten Markierungsstreifen. Bitteschön. Lesen Sie vor, was hier steht. Lesen Sie es mir mal vor, so dass wir nochmal beide gemeinsam hören können. Also, bitteschön. In 2004 wurde eine Schule aufgebaut in Phuket und damit wurden Kindern die langfristige Ausbildung ermöglicht. Ganz schön, passt jetzt nicht ganz zu Japan, weil die ja eigentlich aus eigener Kraft ein bisschen besser dastehen, aber umso besser, wenn sie es in einer ärmeren Region umgesetzt haben. Wäre denn damit einer ihrer weiteren wichtigen Kaufmotive erfüllt? Das sieht so aus, dass es einiges davon ankommt. Jetzt fehlen natürlich noch... Na los, die letzte Zunge. Genau. Gut. Die Mittelverwendungskontrolle bezieht sich leider wieder auf die Vergangenheit, wie ich hier sehe, weil sie natürlich noch keine aktuellen Zahlen haben können, dass er erst eine Woche alt ist. Und bitte, was sind die Zahlen, wie Sie sie in Zukunft sehen werden? Wie wirken diese Zahlen auf Sie jetzt, wo Sie sie so sehen? Gehen Sie mal rein in die Zahlen. Ich habe mir gesagt, dass Sie auf Details achten. Ich habe hier mal ein bisschen mehr ausgedruckt, bin hier 3-4 Ebenen in die Tiefe gegangen und habe ganz bewusst mal etwas unter der Oberfläche Material ausgedruckt, damit Sie sich ein wirklich intensives Bild, ein genaues Bild machen können. Ja, das muss ich genau nochmal machen. Ich gehe so lange mal auf Toilette. Haben Sie einen Taschenrechner hier in Ihrem Büro? Klar. Prima. Gebe ich Ihnen. Hier ist der Taschenrechner. Moment, das waren die Taschentücher. Wo haben Sie Ihre Toilette? Raus und dann rechts und dann okay, alles links. Klar. Zweite Tür. Ich bin jetzt kurz mal verschwunden für 3-4 Minuten. Dann soll der mal seine Details prüfen. Dann komme ich wieder. Na, fertig mit Rechnen? Ja. Ausgezeichnet. Na, welcher Teil dieser Aufstellung hat besonders gute Gefühle bei Ihnen ausgelöst? Ganz ehrlich. Na, werden Sie den zukünftig Berechneten auch so einhalten können? Dann ist es Ihnen also wichtig, dass das nicht nur abgedruckt ist, sondern dass das unserer Philosophie entspricht. Dass dieser Abdruck auch hier umgesetzt wird, ja. Das verspreche ich Ihnen. So wahr, wie ich hier sitze. Okay. Sind Sie in der Lage, Versprechungen anzunehmen? Sind Sie in der Lage, diese einzuhalten? Prima. Sonst werden Sie es bereuen. Haben wir dann einen Deal, ja? Sonst werden Sie es bereuen. Heißt schon, jawohl, bitte enttäuschen Sie mich nicht. Nun, wenn wir uns das ganze Angebot noch einmal anschauen, darf ich Ihren Taschenrechner zurücklegen? Dankeschön. Sehr gut. Gibt es jetzt zu diesem Angebot noch einmal... Noch letzte, wichtige, wirklich wichtige Fragen oder Änderungen, die Sie vornehmen möchten. Ja, hängen Sie noch eine Null dran an der Summe. Statt 1 Million, 10 Millionen. Jawohl. Wow. Dann passt jetzt haben Sie ein gutes Gefühl, ja? Dann passt es ja. In dem Fall meine Frage, auf wen? Wo kann ich unterschreiben? Wo ist denn das Flat-Formular? Gut, danke für den Auftrag. Ja? Alles klar. Sehr schön. Das war natürlich ein Schnelldurchlauf. Das läuft im Verkaufsgespräch viel emotionaler, weil jedes Mal, wenn der so einen dominanten Punkt anschaut und du bist natürlich gut vorbereitet, natürlich musste er sich was zusammenreimen, ja? Und hat auch ein paar Einwände gebracht. Ist es aber jeweils das, worauf sich der Kunde seit dem Gespräch freut, weil seine selektive Wahrnehmung genau das sieht oder weil er aufgrund seiner selektiven Wahrnehmung genau das gezeigt bekommt, was dem entspricht, von dem du weißt, dass es zum Abschluss führt. Und es sind nun mal nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, auch noch wichtige Dinge, zweifelsohne, okay? Wichtige, wirklich wichtige Dinge. Aber du wirst es kaum erleben, dass ein Kunde nochmal hingeht. Ich meine, kaum heißt nicht nie. Kaum heißt vielleicht manchmal.
was oft passiert, dass die Kunden dann sagen, wow, es fühlt sich gut an, das passt. Und der Detailsortierer hat dort, wo er wirklich mehr Informationen brauchte, hat er mehr Futter bekommen. Das habe ich bei meiner Angebotserstellung berücksichtigt. Was würdest du denn machen in Sachen Kapitalanlagen, wenn du einen Detailsortierer hättest? Du würdest vielleicht noch dies und das und jenes dazulegen, wenn du weißt, Achtung, hier kommen wir noch eine Stufe höher, wenn er sagt, oh, Details sind mir wichtig. Nun, in Stufe 5, welche Details genau erregen Ihre besondere Aufmerksamkeit? Dann weißt du genau, wo du hinzeigen musst. Sind es die AGBs? Ist es die Leistungsbilanz? Ist es der Gesellschaftervertrag? Der Beteiligungsvertrag? Ist es das IDWS-4-Gutachten? Was ist es denn nun? Vielleicht alles? Wir wissen es nicht. Außer wir bringen es in Erfahrung. Wollte ich was sagen? Ich habe Mikrofon in der Nähe, ja, kann ich hier loslegen. Ey, wir haben schon wieder überzogen. Shit. Okay, aber hat sich gelohnt. Dann haben wir das wenigstens auch mal auf Video, denn die Frage kam 100.000 Mal, was mache ich denn anschließend? Die meisten haben einfach so weiter präsentiert wie früher und wunderten sich, dass das, was hier besprochen wurde, nicht umgesetzt werden konnte oder nur ganz selten. Dass dieses Modell mit dem bisherigen Präsenzverkaufsgesprächsmodell im Konflikt stand, stehen musste und zwangsläufig Probleme auftraten, die eigentlich hätten gar nicht auftreten können oder dürfen. Bitte. So, du hattest ja schon fast den Mund wässrig gemacht mit dem Zögerer etwas oder die Entscheidungsgeschwindigkeit bei Zögern etwas zu beschleunigen. Ja. Wie genau sieht das aus? Jetzt brauche ich mal einen, ja, ich brauche mal einen Zögerer. Haben wir mal einen Zögerer da? Der ist gerade gekommen, Stefan ist ein Zögerer. Aber der steht nicht im Stoff. Steht nicht im Stoff. Weißt du, was wir damit machen? Das machen wir im Montagsimpuls. Schließlich soll es auch noch DVDs geben, die andere nach euch und nach diesem Training kaufen oder runterladen, während ihr euch kostenlos über diese Dinge erfreut. Fragt sich nur, wie lange, aber mindestens erstmal für ein Jahr oder zwei. Ich denke schon. Ja, mal sehen, vielleicht auch für immer. Wissen wir nicht. Erstmal wollen wir euch vollstopfen mit dem Lernmaterial und ein bisschen Geschwindigkeit erzeugen. Was ist das für ein cooler Klingelton? Was ist denn das? Crank. Wer ist hier Crank? Carsten, komm. So, meine Stimme ist für heute aus. Ich merke, dass sie immer stärker schwindet. Wir haben also alles soweit abgearbeitet, was wir uns für die letzten beiden Tage vorgenommen haben. Vertrauensaufbau vor Ort, dominante Kaufmotive in Schrittfolge, Entscheidungstypen, analysiert, Angebotserstellung, Präsentation. Wir sind durch. Wow. Braucht ihr noch irgendeine fulminante Abschlussrede? Wenn ja, welches Thema? Ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Wahnsinnsidee. Es ist Freitag, 18.18 Uhr. 18 Sekunden. Matthias setzt schon seine Skimütze auf, von der jeder weiß, wenn er sie trägt, geht nicht nur er, sondern die gesamte Welt in einen anderen Zustand. Es ist das Symbol für Feierabend, für Wochenende, für sich bedeckt halten, anders zu sein, auszusteigen, eben mal die Zeit anzuhalten, rückwärts zu gehen, am Tag zu schlafen und nachts zu feiern, rückwärts zu essen. Ich bin... Ich bin erschöpft. Ihr auch? Erschöpft. Munter? Es reicht, ja? Jetzt gilt Folgendes. Am Montag ist der nächste Montagsimpuls. Wie der Name schon sagt, montags 10 bis 12. Entweder anmelden unter www.montagsimpuls.de
Für alle Neuregistrierten gibt es ein sogenanntes Startguthaben im Shop. Dann kannst du einen Montagsimpuls gratis buchen. Den haben wir so für, was, 25 Euro. 2 Stunden Telefoncoaching. Alle anderen, die eine Flat haben, sind, bis sie den Zustand ändern, jeweils gratis dabei. Dort können wir die nächsten Fragen klären. Dort werden wir uns auch Fragen aus diesem Learn-Management-System anschauen und überprüfen, was habt ihr noch behalten. Der Bernd wird anrufen und wird Fragen zur betrieblichen Altersvorsorge stellen, wird sich bestimmte Einwandsszenarien erläutern lassen und noch ein paar Notizen machen. Den Mitschnitt als MP3 kann er sich später herunterladen. Im April sehen wir uns hier, da geht es weiter mit Modul 16, 2 Tage Vertrauensaufbau. Wir werden dort schon mit 1, 2 weiteren Coaches auftreffen, weil wir möchten, dass sich ein nicht unerheblicher Teil während dieser 2 Tage weniger hier aufhält, sondern auch am Telefon oder in der Gruppenarbeit. Ich habe mir für die letzten 2 Tage eigentlich mehr Gruppenarbeit vorgestellt. Nun ist es aber so, meine Ideale sagen, okay, wenn wir schon viele Coachings parallel durchführen und die Möglichkeit bieten, dass du das mit uns gemeinsam auch außerhalb den Präsentations- oder diesen Frontalunterrichtstrainings verfeinern und festigen kannst, dann können wir doch die 2 Tage nutzen, um in der Gewissheit, dass diese DVDs viele, 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 viele Male viele, viele Fragen gut beantworten können für euch, mit so viel Stoff anreichern, gerade weil ihr in die einzelnen Kapitel springen könnt, dass wir so viel wie möglich Input konservieren, damit ihr so viel wie möglich, so gut wie möglich nacharbeiten könnt, ohne mich anrufen zu müssen. Und ich weiß nicht, was ist das bessere Trainingshandbuch? Ein Stück Papier oder der Live-Mitschnitt? Danke. In diesem Sinne, ich liebe und akzeptiere mich, wie ich bin. Ich hoffe, ihr euch auch. Obwohl ich nicht mehr sprechen kann. Und auch du liebst und akzeptierst dich möglicherweise so, wie du bist, obwohl du gestern und heute nichts verkaufst, aber das macht nichts. Du wirst das nächste Woche alles rausholen und wieder reinholen und das Vielfache. Es wird dich vielleicht beflügelt haben, zu wissen, wie viel du schon wusstest und was alles noch gewusst werden kann. Und, lieber Thorsten, wie leicht du dazugelernt hast die letzten 2 Tage. Du hast die ganze Zeit gelächelt, im Gegensatz zu Guido. Gut, dankeschön, das haben wir dann auch eingefangen. Noch 1 Sekunde Feedback von Andreas. Habe ich das Feedback schon? Das will ich nicht nochmal wiederholen. Alle mal die Hand hoch. Von 0 war ein schlechtes Training bis 10. Wer steht bei 8, 9 oder 10? Kurz hier, Hand hoch. Es reicht mir vollkommen. Und die Hand von Andreas war nicht oben. Deshalb nenne ich dich auch immer Andreas statt Matthias. Du bist bei mir erst auf 02. Ja, jetzt bist du enttäuscht, ja? Die Frage ist, wie bist du bis dahin gekommen? Auf die 1 bist du gekommen, weil du so eine schräge Mütze trägst. Und die 2 hast du bekommen, weil du super intelligent bist. Ich frage mich, wie du diese Halluzination haben kannst, so spät noch. Das liegt an der Uhrzeit. Also ich danke euch, liebe Freunde des Verkaufs. Dem Bernd stelle ich noch 2 Fragen. Dem Markus werde ich noch die Mitgliedschaft schmackhaft machen, muss ich gar nicht mehr. Ich muss jetzt noch einen Abschluss einleiten und mit David auch. Da habe ich schon gesehen, er ist ein Schnellentscheider, der mehr Details braucht. Also, in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Toi, 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 empfehlt uns weiter, sagt allen anderen, was sie verpasst haben. Dankeschön, schönen Heimweg. Danke. Und, pardon, danke und...